Willkommen zurück, liebe Leute, zu Plants vs. Zombies Garden Warfare. Und diesmal zeige ich euch den Physiker mit seiner Elektrowaffe, mit dem EMP-Zerfetzer. Zerfetze ich natürlich auch meine Feinde. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Oh, das kannst du vergessen, Ey! Mit dem Scheiß. Ja. Zukunftskaktier, stirb! Stirb, du! Schwein! Du Schweinehund! treffen muss man. Irgendjemanden habe ich erwischt. Eine Topfpflanze habe ich erwischt. Na, geile Sache. So, die hauen wir auch noch weg. Ist die jetzt kaputt? Ne, die lebt ja noch. Ich habe doch gerade Punkte bekommen. So, jetzt aber. La 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 la. Ich drehe schon wieder komplett durch. Ich hol dich! Shit! Aber das nehmen wir ein. Das nehmen wir auf jeden Fall ein. Super geil. Geile Sache. So, erster Garten wäre absolviert und guckt euch die Disco-Show mal an. Und die Frisur und die Brille, es sieht so geil aus. Also perfektes Design hier beim Physiker. Der sieht richtig, richtig nice aus. Und ich weiß gar nicht, wie viele Upgrades ich habe. Wir können da gleich mal reinschauen. Wow, den hab ich noch erwischt. Geile Sache. Boah, ich bin fast tot. War da rechts noch einer? Nee. Lal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 
Ich hole die ganze Zeit schon wieder meine krassen Zombies hier. Ich mal so ein billig Zombie, der nach einem Schuss tot ist. Nein! Kommt denn noch so ein Schnapper an? Räche mich! Dankeschön. Ey, du hast eine geile Frisur auf jeden Fall. So, jetzt aber, jetzt. Zwei Verbesserungen habe ich. Alles klar, gut. Dann wissen wir ja Bescheid jetzt. Zwei Verbesserungen. Ja, gut, ja, wie gesagt, bisher gefällt er mir richtig gut. Auf jeden Fall besser als der... Moment. Als Dr. Giftig. Obwohl, ich könnte natürlich auch sein, als ich Dr. Giftig vorgestellt habe, dass ich da nicht ein einziges Upgrade hatte. Aber der ist eigentlich auch ganz cool. Ich weiß nicht, auf jeden Fall gefällt er mir besser als der Astronaut. Obwohl der einzige ist, der ein bisschen schneller schießt. Ah, ich weiß nicht, ich muss noch ein bisschen zocken mit dem. Hä? Wieso hängt da oben die Granate? Nach vorne, Jungs! Hat die nochmal Glück gehabt, die Sau. Muss nachladen! Heilung, Jungs! Boah, haut die Kaktier da oben weg. Ja, an deiner Stelle würde ich auch flüchten. Aber vielleicht kann ich dich abfangen irgendwie. Stirb doch! Verdammte Eisnaps! Mein Gott, so eine Scheiße. Ah, da ist einer Spritzo. Geiler Name. So, renn da rein! Ja, weißt du Bescheid, er ist ein kleiner Bomber. Das ist der Rennlatschen. Shit, ey. Hab ich den Punkt jetzt noch bekommen? Hab ich gerade noch jemanden... Warum werden da nichts mehr angezeigt, rechts oben an Kills? Bam, 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 bam. Na komm, ich hol noch einen dicken Zombie fürs Team, einfach scheiß drauf. Ich hab zwar nicht mehr so viele. Guck mal, auch selbst aus dieser Distanz macht er trotzdem 17 Schaden. Also wenn man hier näher rangeht, bringt es jetzt nicht wirklich viel, wa? Komm, hier muss doch jemand weghauen. Schön. Schön, schön, Jungs. Komm, dich hole ich wieder. Komm, los geht's, Junge. Oh. Scheiße, jetzt bin ich doch noch zu nah rangegangen. Das war einfach nur dumm. Das war einfach nur unfassbar dämlich. Was war das denn? Jungs, letzter Angriff. Oh, fuck. Oh, danke, Kollege. Danke. Stirb!
Also jetzt geht's aber los. Oh, ich wollte schon sagen. Ich wollte schon fast sagen, ja. Na gut, ja klar, das macht schon ein bisschen mehr Schaden. Wenn man ganz nah dran ist, das ist klar. Ja, bist du in meine Falle getappt, du Vollidiot. Aber du bummst nicht weg, ey. Scheiße, aufpassen. Yes, boah, wie knapp. Ja, Jungs! Sabus! Als einziger! Der einzig wahre! Was laber ich für eine Scheiße, oder? Immerhin, ich hab den Anfang gemacht. Fürs Team natürlich! Fürs Team! Okay, das werden sie schon schaffen. Schauen wir mal hier Gratispunkte. Fürs Team auch. Jeder, der mal drauf geschossen hat, kriegt Punkte ab. Wir haben es eh geschafft jetzt. Wuhuhu, da bin ich! Warte, da bin ich! Ich will das Bild! No. Yeah! Dreh dich um! Leute, der Physiker! Ey, ohne Scheiß! Ich bin sehr, sehr zufrieden mit diesem Charakter. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut unter den Wissenschaftlern. Könnte einer meiner Lieblinge werden. Vielleicht sogar der Liebling. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht. Nee. Aber von mir kriegt er auf jeden Fall einen Daumen hoch. Der Typ ist richtig cool. Und ja, hat richtig Spaß gemacht. Alter, der hat ja alles abgeräumt, der Typ. Gut, dass er in meinem Team war, ne? Na gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von dem Physiker haltet. Ansonsten, wen ihr als nächstes sehen wollt und wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Das sind die Richtlinien, das sind die Regeln, das sind die Vorschläge von mir, die solltet ihr echt beherzigen. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!